Dieser Podcast ist eine bezahlte Zusammenarbeit mit Tatonka, dem zuverlässigen Outdoor-Equipment-Hersteller seit 1993. Nachhaltigkeit besteht eben aus einer Fülle von verschiedenen Komponenten. Es gibt nicht dieses alles oder nichts oder perfekt oder nicht perfekt. Das gibt's nicht. Hallo und herzlich willkommen beim Bergwelten-Podcast, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Mein Name ist Kathi Löffler, ich bin Redakteurin bei Bergwelten und mir gegenüber sitzt gerade Judith Steinkellner, ebenfalls Bergwelten-Redakteurin. Hallo Kathi. Hi Judith. Judith, wenn ich darüber nachdenke, was meine Outdoor-Ausrüstung alles können muss, dann ist das ganz schön viel. Sie soll am besten robust sein und Wind und Wetter standhalten, sie soll aber auch funktional sein und langlebig und am besten ist sie auch noch nachhaltig produziert worden. Und genau um dieses Thema geht's heute. Genau, ich habe mich für die heutige Folge mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Outdoor-Industrie beschäftigt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach war, weil das Wort Nachhaltigkeit, das wird ja heute geradezu inflationär in allen möglichen Kontexten verwendet. Da ist es manchmal gar nicht so leicht durchzublicken, was jetzt wirklich nachhaltig ist und was nicht. Ja, da hast du voll recht. Es gibt wirklich alle möglichen Dinge, die als nachhaltig bezeichnet werden. Und da sieht man schnell den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Wenn ich jetzt als Konsumentin entscheide, ich will mir zum Beispiel ein Zelt kaufen und mir ist es wichtig, nachhaltig zu handeln, dann stehe ich ziemlich schnell vor ziemlich vielen Fragen. Was ist überhaupt nachhaltig und wo kann man nachhaltige Produkte kaufen und kann es eigentlich je nachhaltig sein, Neues zu kaufen? Ich kann mir vorstellen, da ist es ziemlich schwierig, den Durchblick zu behalten. Aber dafür gibt es ja die heutige Podcast-Folge. In der hast du nämlich versucht, Antworten auf diese Fragen zu finden. Dazu hast du mit Andreas Schechinger, dem Geschäftsführer der Outdoor-Marke Tatonka, gesprochen. Und du gibst uns Tipps, worauf wir das nächste Mal achten müssen, wenn wir uns möglichst nachhaltig Outdoor-Ausrüstung zulegen wollen. Ja, du hast schon gesagt, ich habe versucht, Antworten zu finden und das ist das richtige Wort, weil es ist nämlich gar nicht so einfach. Na dann, hören wir mal rein. Ich sitze gerade zu Hause vor meinem Kleiderschrank, weil ich am Wochenende wandern gehen möchte. Und ich überlege mir jetzt schon so, was ich alles einpacken und mitnehmen möchte. Und da ist mir aufgefallen, dass mein Wanderrucksack nicht mehr in seiner Bestform ist. Das ist auch voll okay, der ist schon uralt, der hat schon meinem Opa gehört. Aber so langsam gibt er leider wirklich den Geist auf. Ja, mal schauen, was ich jetzt machen werde. Ich mache mich also auf die Suche nach einem neuen Wanderrucksack. Und dabei beginnt auch meine Suche nach Antworten. Antworten auf Fragen wie, wie kann ich das möglichst nachhaltig machen? Und was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Also so ganz genau jetzt. Mir ist Nachhaltigkeit nämlich wichtig. Und damit bin ich auch nicht alleine. Einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage des Deutschen Umweltministeriums aus dem Jahr 2022 zufolge ist für 57% der Deutschen Umwelt- und Klimaschutz sehr wichtig. Auch in Österreich waren bei einer Umfrage aus den Jahren 2020 und 2021 82% der Befragten überzeugt, dass das eigene Verhalten dringend geändert werden muss, um die Klimakrise aufzuhalten. Weil es aber eben gar nicht so einfach ist, herauszufinden, was jetzt wirklich nachhaltig ist und was nicht, habe ich mir einen Profi an die Seite geholt, der sich damit richtig gut auskennt. Hallo, mein Name ist Andreas Schechinger, bin Geschäftsführer und Gesellschafter der Tatonka GmbH. Zusammen mit meinem Bruder führe ich das Unternehmen seit über 30 Jahren an. Tatonka ist ein bayerisches Familienunternehmen mit über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Für alle, denen das gerade nichts sagt, die Marke hat ein Bison im Logo. Ihr habt das bestimmt schon mal gesehen. Und Tatonka setzt sich auf vielen Ebenen für Nachhaltigkeit ein. Darum kennt sich Andreas Schechinger auch so gut damit aus. Bei uns ist das Thema Nachhaltigkeit halt von Fertigungsseite über Materialeinkauf bis hin zur Qualität der Produkte alles im Haus fest verankert. Und bei uns geht es darum, dass alles, was wir sozusagen hier verkaufen, langlebig ausgelegt ist. Okay, stopp. Bevor wir jetzt ganz tief ins Thema eintauchen, müssen wir erstmal die Basics klären. Was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Ich weiß, wir haben das Wort schon 1000 Male gehört. Aber könntet ihr wirklich gut erklären, was damit gemeint ist? Okay, ich habe jetzt mal in einem Online-Lexikon nachgeschaut und da steht Folgendes.
Nachhaltigkeit bedeutet, die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden. Ja, also das ergibt schon Sinn, aber so richtig schlauer bin ich jetzt nicht. Ich habe dann noch einmal bei Andreas Schechinger, dem Tatonka-Geschäftsführer, nachgefragt, wie er Nachhaltigkeit definiert. Und er hat mir ein bisschen konkreter erklärt, welche Fragen man sich in Bezug auf die Nachhaltigkeit eines Produkts stellen kann. Wo wurde es hergestellt? Wer hat es hergestellt? Wie sind die Arbeitsbedingungen, wo es hergestellt worden ist? Und dann natürlich, was für Materialien werden eingesetzt? Muss man sich natürlich dann in die Tiefe reinhangeln? Sind es langlebige Materialien, die die Firma dort mir zeigt, wie sind die Herstellungsverfahren von diesen Materialien. Und Nachhaltigkeit besteht eben aus einer Fülle von verschiedenen Komponenten. Nachhaltigkeit ist nicht ein Ding, sondern das ist halt Ökologie, Ökonomie und Sozial. Nachhaltigkeit ist also wie ein riesiges Puzzle, das aus sehr vielen kleinen Teilen besteht. Und je nachhaltiger die einzelnen Bestandteile sind, desto nachhaltiger ist auch das Endprodukt. Und dieses Puzzle versuchen wir jetzt mal, metaphorisch gesprochen, gemeinsam zusammenzubauen. Beginnen wir beim Material. Teil 1. Ökologische Nachhaltigkeit. Ich schaue gerade auf die Zettelchen meiner Outdoor- bzw. Wandersachen und die besteht eigentlich fast durchweg aus synthetischen Materialien. Also hier zum Beispiel 90% Polyester, 10% Elastan oder hier bei meiner Wanderhose 70% Polyester, 30% Elastan. Ja, deshalb stinkt es auch immer so, wenn ich beim Wandern schwitze. Der Großteil aller Outdoor-Textilien wird aus synthetischen Stoffen hergestellt. Die kennt man vielleicht besser unter den Namen Kunst- oder Chemiefasern. Sie werden aus Erdöl, Erdgas oder Kohle hergestellt und dann durch verschiedene chemische Prozesse zu Fäden verarbeitet, veredelt und dann zu Textilien versponnen. Das Problem des Ganzen? Bei jedem Waschgang lösen sich winzige Kunstfaserpartikel aus den Stoffen und landen dann als Mikroplastik im Meer. Und schmeißt man ein T-Shirt endgültig weg, verrottet es nur sehr, sehr langsam. Warum verwenden wir dann überhaupt Chemiefasern für Kleidung? Weil sie im Gegensatz zu Naturfasern wie Baumwolle einige Vorteile haben. Sie sind wasserabweisend und trocknen schnell. Sie sind reißfest und strapazierfähig, elastisch und leicht. Also perfekt für Outdoor-Bekleidung. Das bestätigt auch der Tonka-Geschäftsführer Andreas Schechinger. Also wenn ich ein Baumwoll-Shirt habe, dann wird das halt immer Wasser ansaugen. Mhm. Ja, und das gibt das Wasser halt weniger schnell ab. Und wenn ich halt ein Polyester-Shirt habe, dann trocknet das halt schneller. Und das sind alles so Dinge, die man natürlich dann abwägen muss, auf was legt man jetzt hier Wert. Und jetzt, man kann jetzt nicht zu 100% einfach sagen, weil das Produkt aus synthetischen Fasern besteht, ist es per se schlecht. Sondern man muss immer abwägen, wofür ist es gemacht, wie ist es gemacht. Und das ist eigentlich die Schwierigkeit für den Konsumenten. Es gibt nicht dieses alles oder nichts oder perfekt oder nicht perfekt. Das gibt's nicht. Es ist also eine Abwägungsfrage und man kann nicht einfach so sagen, Naturfasern sind super, Synthetikfasern sind schlecht. Beides hat sein Für und Wider. Zum Beispiel braucht auch Baumwolle bei der Produktion extrem viel Wasser. Was man aber sagen kann, ab einem gewissen Punkt geraten Naturstoffe an ihre Grenzen, was die Funktionalität für den Outdoor-Bereich angeht. Deshalb sagt Andreas Schechinger von Tatonka Folgendes. Wir werden auf keinen Fall wegkommen von synthetischen Stoffen. Also das ist jetzt schon klar. Also wir werden weiterhin synthetische Stoffe als Basis haben. Aber innerhalb dieser synthetischen Materialien werden wir Verbesserungen, gerade den Energieverbrauch, den Wasserverbrauch und so weiter beim Herstellungsprozess optimieren. Das ist so momentan das, wo die nächsten 5 Jahre, 10 Jahre die Reise hingeht. So, ich sitze jetzt gerade vor meinem Laptop und bin ein bisschen am Herumsuchen und am Überlegen, was mir bei einem Rucksack überhaupt wichtig ist. Und ich glaube, ich hätte gern so 30 Liter und ich finde es auch immer voll praktisch, wenn man ganz viele unterschiedliche Fächer in unterschiedlichen Größen hat. Aber es ist oft auf den ersten Blick gar nicht offensichtlich, ob ein Rucksack jetzt aus nachhaltigen Materialien besteht oder eben nicht. Damit Konsumentinnen und Konsumenten beim Kauf von Outdoor-Ausrüstung ein bisschen Orientierung haben, ob ein Produkt aus nachhaltigen Materialien besteht, gibt es verschiedene Labels. So ähnlich wie bei Lebensmitteln eigentlich.
Eines der bekanntesten davon ist das Label Bluesign. Das schaut sich die gesamte Herstellungskette einer Textilie an und regelt Risiken durch Chemikalien. Eine dieser Chemikalien ist PFC. Davon habt ihr sicher schon mal gehört. PFC steht für per- und polyfluorierte Chemikalien. Ich weiß, ziemlich schwieriges Wort. PFCs sind wasser- und fettabweisend und resistent gegen Hitze und UV-Strahlung. Hört sich ideal für den Outdoor-Bereich an, oder? Ist es auch. Von Jacken bis zu Töpfen ist deshalb ziemlich vieles mit PFC beschichtet. Was im ersten Moment nicht schlimm klingt, kann ganz schön negative Auswirkungen auf Natur und Mensch haben. Weil PFC in der Natur nicht vorkommt, wird es nie oder nur sehr, sehr langsam abgebaut. Deshalb lagert es sich zunehmend in der Natur an und gerät über Umwege auch in unseren Körper. Mehrere Studien haben PFC schon im menschlichen Blut nachgewiesen. Und PFC steht unter Verdacht, negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit zu haben. Deshalb denkt die EU gerade darüber nach, die Herstellung, Verwendung und Inverkehrbringung aller PFCs zu verbieten. Wir hören nochmal Andreas Schechinger dazu. Und so kommt eigentlich der Druck aufgrund der Gesetzgebung immer mehr. Und deswegen steigen auch immer mehr alle Materialhersteller auf diesen oder müssen sich diesem Druck sozusagen fügen und sagen, okay, wir gucken jetzt nach, dass in keiner Farbe, in keinem Faden, dass einfach nirgendwo mehr PFC drin ist. Und das ist das Problem, dass es in vielen Teilen von Produkten immer noch drin ist. Aber natürlich schon lange geworben wird, unser Produkt ist PFC-frei oder wir sind PFC-frei ausgerüstet. Wenn ich jetzt als Konsumentin sicher gehen will, dass in meinem neuen Rucksack kein PFC ist, dann lohnt es sich, auf die genaue Produktbeschreibung zu achten. Da ist das meist angegeben. Oder, wie vorher schon erwähnt, auf Labels zu schauen. Auch Tatonka hat ein eigenes Label ins Leben gerufen, das heißt Green by Tatonka. Bekleidung und Rucksäcke mit dem Label Green sind zum Beispiel PFC-frei beschichtet oder verwenden Stoffe aus recyceltem Polyester. Aber einen Rucksack von der Naht bis zur Beschichtung nachhaltig zu produzieren, ist gar nicht so einfach und ein Work in Progress, erzählt Andreas Schechinger. Jetzt besteht ja ein Produkt nicht nur aus einem Material, sondern es sind teilweise 40, 50, 60 verschiedene Materialien, wenn man sich so einen Rucksack genauer anschaut. Und wir können natürlich nicht zu 100% von 0 auf 100 sozusagen ein Produkt komplett, ich sag mal, so gestalten, dass es aus allen recycelten Materialien, alle Materialien sind von heute auf morgen praktisch aus nachwachsenden Rohstoffen oder sonst irgendwas. Das ist ein Prozess und dieser Prozess, der ist abhängig davon, was auch am Markt verfügbar ist. Fassen wir mal zusammen. Will man funktionale Outdoor-Bekleidung und Ausrüstung kaufen, wird man erstmal nicht von Chemiefasern wegkommen. Oft kann man dieser Faustformel folgen. Je mehr Funktionalität man will, desto mehr Chemie ist involviert. Aber es werden immer neuere, nachhaltigere Materialien entwickelt. Und auch für die Herstellung von Materialien, die auf den ersten Blick nicht nachhaltig scheinen, werden zum Teil immer energieeffizientere Verfahren entwickelt. Aber es gibt eine Sache, die laut dem Tatonka-Geschäftsführer Andreas Schechinger noch viel wichtiger ist, als nachhaltige Materialien zu verwenden. Teil 2. Reparieren statt wegwerfen. Ich sag mal, das oberste Thema ist egal, was wir hier jetzt reden. Wenn ich was lang benutze, wenn ich es oft benutze und wenn ich es im Prinzip weniger oft gegen was Neues austausche, ist es immer 10-mal besser, wie wenn ich im Detail, ich sag mal, 10%, 15% oder 20% nachhaltigere Dinge bei der Herstellung mache, aber trotzdem im Jahr 100 Shirts kaufe. Das mit der Nachhaltigkeit ist im Prinzip ja eine ganz einfache Rechnung. Je häufiger ich ein Produkt verwende und je länger ich es habe, desto nachhaltiger wird es für gewöhnlich auch. Egal, ob das Produkt jetzt aus Natur- oder synthetischen Fasern ist. Zum einen ist es deshalb wichtig, Produkte mit guter Qualität zu kaufen, die lange halten und nicht jedes Jahr ersetzt werden müssen. Zum anderen sollte man Produkte, die kleine Mängel haben, nicht einfach wegschmeißen, sondern wenn möglich reparieren oder reparieren lassen.
Und genau das kann man bei Tatonka machen. Mein Vater hat schon immer gesagt, wir tauschen Produkte nicht nur aus oder werfen die weg und liefern ein Ersatzprodukt, sondern wir kümmern uns darum, ob das Produkt noch reparierbar ist. Wenn es reparierbar ist, dann machen wir das. Bei Tatonka gibt es für Reparaturen ein eigenes Reparatur- und Reklamationsservice. Da sitzen dann zwei Menschen, die vom Zelt bis zur Wanderhose Outdoor-Artikel aller Art reparieren. Und weil ich mir mal anschauen wollte, wie das funktioniert, habe ich mich auf den Weg zur Firmenzentrale von Tatonka in Darsin gemacht. Ich bin gerade auf dem Weg zu Tatonka und will mir ansehen, wie dort die Sachen repariert werden. Und ich bin schon richtig gespannt, was mich erwartet. Hallo. Morgen. Also wir sind jetzt hier in der Reklamationsabteilung und da werden halt eben Rucksäcke, Bekleidungsteile und so weiter begutachtet, analysiert, geguckt, dass wir möglichst die originalen Materialien haben und dann halt wieder repariert und wieder hergestellt. Hallo, ich bin die Ottilie Ecker. Ich bin seit 17 Jahren hier bei der Firma Tatonka und ich bin zuständig in der Serviceabteilung. Also es wird eigentlich alles querbeet eingeschickt, Rucksäcke, Bekleidung, kleine Taschen, große Taschen und also es werden Reißverschlüsse ausgetauscht. Es gibt Kunden, die haben einen Rucksack, der ist schon 17 Jahre alt und die hängen so dran und dann hätten sie gern nur so eine kleine Naht gerichtet und wir schauen immer, dass wir alles möglich machen, dass sie glücklich und zufrieden sind. Ich finde es ja ziemlich cool, dass man Dinge, die Mängel haben, nicht gleich weggibt, sondern repariert oder eben von einem Profi reparieren lässt. Das ist in Sachen Nachhaltigkeit auch das Beste, was man machen kann. Entweder man lässt es bei Herstellern wie bei Tatonka selbst reparieren oder man fragt in der Schneiderei des Vertrauens, ob sie den mangelhaften Artikel auf Vordermann bringen können. Ich habe Andreas Schechinger später in seinem Büro noch gefragt, welche Rolle Langlebigkeit ganz grundsätzlich in seiner Auffassung von Nachhaltigkeit spielt. Es ist für uns sozusagen ein Mix aus verschiedenen Dingen. Und bei uns geht es nicht nur um die Langlebigkeit der Produkte, sondern es geht auch um die Langlebigkeit der Firma. Es geht um die Langlebigkeit der Mitarbeiter. Es geht von A bis Z durch das gesamte Unternehmen, von Produktion bis hin zum Vertrieb, einfach immer darum, etwas zu tun, das lange existiert und aufgrund dieses langen Existierens sozusagen effizient wird. Langlebigkeit und Nachhaltigkeit gibt es, wie wir schon wissen, auf vielen Ebenen. Und eine ganz wichtige davon sind die Produktionsbedingungen. Teil 3. Soziale Nachhaltigkeit und transparente Lieferketten. Hallo, ich melde mich wieder von meiner Rucksackrecherche. Und zwar habe ich jetzt schon einen ganz guten Überblick darüber, welche Materialien ich gut bzw. schlecht finde und wie ich das herausfinden kann. Aber jetzt stehe ich schon vor der nächsten Frage. Und zwar, woher weiß ich, unter welchen Bedingungen mein Rucksack hergestellt wurde? Ich will ja, dass der nicht nur aus nachhaltigen Materialien besteht, sondern auch, dass der möglichst fair hergestellt wurde. Bei sozialer Nachhaltigkeit geht es um Menschen. Ist etwas sozial gerecht, dann werden Arbeitsrechte und Sozialstandards eingehalten. Dann werden Arbeitskräfte fair entlohnt und ihr Gesundheitsschutz wird ernst genommen. Ein wichtiges Schlagwort, das im Zusammenhang damit immer wieder fällt, ist das Lieferkettengesetz. Ihr habt in letzter Zeit vielleicht auch davon gehört. Das war jetzt sehr oft in den Medien. Die EU hat sich nämlich erst im März auf ein europaweites Lieferkettengesetz verständigt. Worum es da geht? Große Unternehmen sollen dafür verantwortlich gemacht werden, wenn entlang der Lieferkette Menschenrechte missachtet werden. Also wenn es zum Beispiel Kinder- oder Zwangsarbeit gibt. Manche Unternehmen haben da bisher auf freiwilliger Basis verschiedene Wege gefunden, um Konsumentinnen und Konsumenten darüber aufzuklären, unter welchen Bedingungen sie ihre Artikel produzieren. Zum Beispiel gibt es auch in diesem Zusammenhang Labels und Zertifikate, auf die man achten kann. Zwei davon sind die Fair Wear Foundation oder die SA8000 Standards.
Einen ziemlich einzigartigen Weg, Transparenz zu leben, gibt es bei Tatonka. Die haben ein Konzept ins Leben gerufen, das heißt Open Factory. Und wie der Name schon vermuten lässt, öffnen sie ihre beiden Werke in Vietnam allen, die da vorbeischauen wollen. Da kann sich dann jeder, der möchte, live vor Ort anschauen, wie und unter welchen Bedingungen produziert wird. Also das Projekt Open Factory, das gibt es jetzt ungefähr seit 2011. Das haben wir ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, wir sind transparent und wir wollen es nicht verschließen. Wir haben immer gesagt, wenn jemand in Vietnam ist, ist er herzlich eingeladen, bei uns vorbeizuschauen. Und so kann sich halt heute jeder praktisch bei Mountech für freitags einfach einfinden vor der Fabriktor und er bekommt eine Führung. Und so kann man halt den Leuten wirklich plastisch zeigen, wie aufwendig es überhaupt ist, einen Rucksack herzustellen und zum anderen eben auch zeigen, was sind die Arbeitsbedingungen. Aber transparente Lieferketten zielen nicht nur darauf ab, sicherzustellen, dass faire Produktionsbedingungen eingehalten werden. Wir hören dazu nochmal Andreas Schechinger. Wo kommt unser Material her? Welchen Weg geht das Material? Wo werden die Produkte gefertigt? Wenn die Produkte dann gefertigt sind, wie kommen die zu uns nach Europa? Oder wie kommen die zum Beispiel auch zu unseren internationalen Distributoren? Ah, das ist ja cool. Ich schaue hier gerade und hier ist auf so einer Weltkarte eingezeichnet, woher die einzelnen Bestandteile des Rucksacks kommen. Also der Zipper und der Stoff sind zum Beispiel aus Südkorea oder das Garn ist aus dem Vietnam. Und man sieht hier eigentlich auch das erste Mal so richtig, wie viele Bestandteile so ein Rucksack eigentlich hat und wie viel Arbeit das sein muss. Tatonka bietet auf ihrer Website interaktive Karten an, auf denen man nachvollziehen kann, woher die einzelnen Bestandteile ihrer Produkte kommen. Das sei ein Weg, um noch mehr Transparenz zu schaffen, sagt Tatonka-Geschäftsführer Andreas Schechinger. Ob man jetzt aufgrund dieser Informationen eine Entscheidung treffen kann, weiß ich nicht. Also man kann natürlich zumindest sehen, wir verstecken da nichts. Also wir haben keine Lieferanten jetzt, die wir verheimlichen. Wir haben keine Fertigungsdinge, die wir sozusagen schön reden oder sonst irgendwas. Sondern man kann halt sehen, wie wurde das Produkt, also welchen Weg haben die Materialien gegangen, welchen Fertigungsweg hat das fertige Produkt dann genommen. Also mir als Endverbraucher hilft die Transparenz schon enorm. Einfach weil ich weiß, woher die Bestandteile kommen. Und dass dann keine Blackbox mehr ist, aus der dann am Ende ein Rucksack herauskommt, in die ich aber gar nicht hineinschauen kann. Was Transparenz angeht, kann man sicher sagen, mehr ist mehr. Und ob Unternehmen transparent arbeiten, kann man oft schon ganz einfach mit einer kurzen Webrecherche herausfinden. Da kann man dann schauen, ob sie Lieferketten offenlegen und welche Labels und Zertifikate sie haben. Teil 4: Nachhaltigkeit und Produktdesign. Ich habe mich natürlich auch gefragt, wohin sich das Thema Nachhaltigkeit in der Outdoor-Industrie in Zukunft entwickeln wird. Wir haben vorher schon gehört, dass an immer neueren, nachhaltigeren Materialien geforscht wird. Eine Idee ist zum Beispiel die Entwicklung von Produkten, die aus nur einem Material gefertigt werden. Die kann man nach ihrem Lebensende nämlich viel einfacher recyceln. Aber man versucht da natürlich auch den Weg zu gehen, dass man zum Beispiel sagt, das ist ein reines auf Polyesterbasis basiertes Produkt oder auf Nylonbasis, dass man praktisch Mono-Rohstoffe hat, dann könnte man theoretisch das Produkt schreddern und dann sagen, man zerlegt es chemisch am Ende wieder in die Bestandteile. Dass das oft noch schwierig ist, kann man sich vorstellen, wenn man daran denkt, dass alleine ein Rucksack Stand jetzt aus über 50 verschiedenen Bestandteilen besteht. Ein anderes Thema ist das Produktdesign. Natürlich Form follows Function, sagt man immer. Also das Produkt muss natürlich erst einmal die Funktion erfüllen, die man für so ein Produkt braucht. Deswegen ist es halt so, dass man heute natürlich sehr viele spezielle Produkte entwickelt hat, die für ganz spezielle Anwendungsbereiche gemacht sind. Das widerspricht so ein bisschen dem Thema Nachhaltigkeit, weil natürlich je spezieller die Produkte sind, desto mehr Produkte brauche ich. Und deshalb, erzählt Andreas Schechinger, gäbe es derzeit einen großen Trend in der Autoausrüstungsindustrie. Nämlich dahingehend, Produkte multifunktionaler zu gestalten. Wie kann man das dann so funktional gestalten, dass es für die verschiedenen Anwendungen immer wieder
benutzbar ist. Und da gibt es natürlich schon Möglichkeiten, dass man sagt, man kann Innenleben von einem Produkt umgestalten, man kann an das Produkt außen zusätzlich Taschen anbringen und andere Funktionen anbringen, damit man das eben umgestalten kann für den jeweiligen Anwendungsbereich. Aber wie gesagt, das ist auch wiederum ein Prozess, so ähnlich wie der Materialprozess ist. Man kommt von einem sehr hohen Niveau an spezialisierten, auf die Spezialbereiche perfekt zugeschnittenen Produkte und geht jetzt aufgrund der Nachhaltigkeit wieder eher zurück in Richtung, wir machen Produkte, die für ein breiteres Anwendungsspektrum tauglich sind. So, ihr fragt euch jetzt sicher, ob ich mittlerweile einen passenden Rucksack gefunden habe. Und ich habe tatsächlich ein paar Exemplare in meiner Favoritenliste. Durch meine Recherche und den Besuch bei Tatonka weiß ich jetzt auch viel besser, worauf ich achten muss, wenn ich möglichst nachhaltig einkaufen will. Für die Tour habe ich mir dann letztlich einen Rucksack von meiner Mitbewohnerin ausgeborgt. Die hat nämlich mehrere und sich Dinge auszuborgen, die man nur ab und an braucht, ist übrigens auch ein sehr guter Weg, um nachhaltig zu leben. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit dem Outdoor-Equipment-Hersteller Tatonka. Tatonka steht für Transparenz und Nachhaltigkeit. Die Firma legt ihre Lieferketten offen und öffnet die firmeneigene Produktion, wodurch sich jeder ein Bild davon machen kann, wie zum Beispiel ein Rucksack genäht wird. Außerdem betreibt Tatonka seit Gründung des Unternehmens einen eigenen Reparaturservice, durch den über die Jahre zahlreichen Tatonka-Produkten neues Leben eingehaucht werden konnte. Entdecke die ganze Tatonka-Welt auf tatonka.com. Diese Folge wurde produziert von Judith Steinkellner. Die nächste Folge des Bergwelten-Podcasts erscheint am 15. Mai. Da geht es um eure peinlichsten Berggeschichten. Wir haben uns nämlich gefragt, sinkt mit der Höhe auch die Schamgrenze? Schaut in der Zwischenzeit auf bergwelten.com vorbei und auf unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook, Instagram und TikTok.